Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, hier von der 5. Folge Bodycheck TV, live aus der Leitner Solar Arena. Lexl und Supergoalie präsentieren Ihnen heute wieder illustre Gäste aus der Welt des Eishockeysports. Dein Lieblingsspieler? Christian Mayer, Lukas Tauber. Dein Lieblingstrainer? Beppo Kiewele, Stefan Mayer. Dein Lieblingsbetreuer? Egon Tauber. Buschmann. Dein unliebster Gegenspieler? Daniel Iskasis. Viktor Schweizer. Wann hast du das zweite Mal geschmust? Noch nie. 13. Wenn der HCB heuer wieder Vizemeister wird, dann? Reiß mir die Hitte an. Na lass es, okay. Baywatch oder David Hasselhoff? Baywatch. Baywatch. Max Oberauch ist ein geiler Typ, weil? Weil er eine geile Freundin hat. Weil alle Weiber kriegt. Teppo Kiewele ist? Trainer. Mein Vater. Der beste Goalie aller Zeiten. Was? Stube. Flori Dinkhauser. Am meisten gelernt hast du von? Christian Wieleit. Lukas Tauber. Das letzte Mal vom Italienmeistertitel geträumt hast du? Einte. Vor 2 Minuten. Was sagst du über Patrick Kirchler? Hat einen Vogel. Strenge. Und was über David Ling? Langsam. Warum stehst du heute eigentlich hier? Weil sie mich Fernsehen unbedingt gewählt haben. Damit mir ein paar Weiber sagen. Ja, er gehört, liebe Zuschauer, so wie er zu Bruneck gehört, gehört Litschbach zu Bercha oder Olang zu Geißelsberg. Hier bei uns der Publikumsliebling neben David Ling, Joe Jansen. Hallo Joe. Viele Leute fragen sich, was bist du eigentlich? Ein Kanadier oder ein Amerikaner? Na, ich bin ein Pustra. Oh, gewaltig, gewaltig. Eine weitere Frage an Joe. Der Hockeystress der vergangenen Jahre ist ja nicht spurlos an dir vorübergegangen. Man sieht das auch ein bisschen an deinen Haaren. Was sagst denn du dazu? Ah, schon sieht bracht will Plutz. Gewaltig, Joe, gewaltig. That's great. And last question, letzte Frage für Joe. Wie du weißt, wird es ja in den nächsten 2-3 Monaten voraussichtlich gibt es das neue Eisstadion in Bruneck, wo die neue Mannschaft, die Mannschaft der HCB dann hinziehen wird. Was sagst denn du dazu? Der war at Leeds. Der war at Leeds. Ich gebe zurück an die Redaktion. Danke von hier. So, liebe Zuschauer, und ich gebe nun ab zu Bert Pinkeli in der Schweizer Fernsehzentrale nach Davos. Sandra, du darfst mich nicht anrufen, wenn ich auf Sendung bin. Ich hab's dir 100 Mal gesagt. 100 Mal. Ja, ich bin hier in Bruneck, in der Solar Arena. Ja, Bruneck, zwischen Sizilien, also ein Kaff und Berlin irgendwo. Ruf mich bitte nicht mehr an. Oh, ich bin auf Sendung, bin auf Sendung. Ja, liebe Zuschauer, einen wunderbaren guten Abend hier aus der Leitner Solar Arena. Mein Name ist Bert Pinkeli und ich habe hier einen wunderbaren Spieler bei mir, nämlich David Ling. David ist ja bekannt als super giftiger Spieler, so wie früher ungefähr ein Theoren Fleury oder ähnlich giftige kleine Spieler, die immer wieder mal aggressiv sein können. Was sagst du dazu, David? Ed Freshman Purcell. Okay, sorry. Eine zweite Frage an David Ling. Er ist ein bisschen aggressiv unterwegs heute und deshalb müssen wir uns ein bisschen den Ball flach halten. Es ist ja so, du bist ja bekannt dafür, dass du ein gerader Michel bist und die Sachen auch durchsetzt, die du dir vornimmst. Was ist dein Vorsatz für die heutige Saison?
Hoi von Manchester. Heure? Heure. Vermo Manchester. Meister, jawohl, Meister. David Ling wird Meister heuer mit dem HC Pustertal. Das ist natürlich eine super Sache. Jetzt ist es so, David, du warst ja in viel unterwegs in den Vereinigten Staaten, in Kanada, in Russland. Was vermisst du eigentlich am meisten? Meine Sender. Danke, ich gebe zurück zu Sarah Sutterlüthi in das Stadion Zürich. So, liebe Zuschauer von Bodycheck TV, jetzt haben wir ein sensationelles Interview zu bieten, und zwar mit Beat Binkeli höchstpersönlich. Hallo Beat, was sagst du eigentlich zum Niveau in der Serie A? Ich brauche ein Mikrofon, sonst kann ich nicht arbeiten. Also von welchem Niveau sprechen Sie, Herr Runker? Das müssen Sie mir erklären. Ich kann in Italien kein Niveau erkennen. Eher vielmehr ein Nirgendwo. Schauen Sie sich zum Beispiel an Spieler vom HC Bozen. Da sagt einer, nur ein angeschlagenes Pferd läuft schneller. Das sagt ja alles über das Niveau aus. Sagen Sie mir, ein gesundes Pferd, das noch schneller läuft, oder wie? Es kann nicht funktionieren. Nächste Frage, was würdest du ändern? Ändern muss man in solchen Situationen viel. Das Wichtigste ist skaten, skaten, skaten. Die Spieler müssen lernen, schon von Kind auf aufs Eis zu gehen. Schauen Sie sich an, zum Beispiel diesen Michele Strazzabosco von Asiago. Ja, wenn unser Retter von Arx, Beat Foster, Rizzi, Wieser, Grossmann, wie sie alle heißen, kommen, ja, der ist schwindelig, der muss nach einer Minute ins Krankenhaus. Das kann ja nicht funktionieren. Und noch eine letzte Frage, Beat, was sagst du eigentlich zu diesem sensationellen Transfer von Armin Helfer von Thurgau zum HC Pustertal? Geben Sie mir bitte das Mikrofon, sonst werde ich nervös. Also, die Transfermeldung von Armin Helfer ist für mich besser als meine Hochzeit, besser als die Geburt aller Kinder. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Und warum? Weil logischerweise Beat Binkeli schon vor 5 Monaten wusste, jetzt wird der HC Pustertal Meister. Bitteschön. Danke für dieses Gespräch, Beat. Ich gebe wieder zurück an die Sendezentrale. Außer mit die Headfans auf. Ola da di di di, ola da di o. Sich der Pustra Wölfe rock. Ola da di di di, ola da di o.